Hallo mein Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder eins mit einer neuen Folge Karmechanik Simulator. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Achso, wir haben ja dann doch angefangen, es zu überholen. Wir brauchen noch neue Reifen brauchen wir noch. Für die Hinterachse erstmal Reifen aufziehen, nehmen wir erstmal demontieren. 245, 45, 18. Kannst du mir das merken? Wahrscheinlich nicht. 45. So. Oh, die Felge müssen wir reparieren. Na, mal gucken. So, dann gehen wir mal ein. Was war das? Sport Ultra? Sport Ultra. Zwei Stück in 18 Zoll. 245. 45. So. Zwei Stück. Uiuiui, ui, das sind ja wieder Kosten, was das kostet. Oh, trefft gleich die Tür nicht hier. Das ist nicht zu fassen. So. Natürlich haben wir, jetzt brauchen wir noch eine Felge. Oh, alter Falter. Jetzt brauchen wir noch eine Felge. Uiuiuiui. Man glaubt es ja nicht, nicht? So, jetzt können wir aufziehen. Wieder Verzierungen. So, da wollen wir die mal anbauen und dann gucken wir mal, ja, was das an Wert jetzt bringt. Also den Motor werden wir dann wahrscheinlich doch reparieren müssen. Aber es ist eben in winterischen Werkstatt, ne, was man eben wiederverwenden kann. Wenn wir natürlich bloß auf Kohle aus sind, dann machen wir alles 100%. Habe ich hier, haben wir hier eigentlich schon ausgeräumt? 30%? Bumm. Nee, also warte, mit den Reifen kann man wohl weggeben. Ja. So. Speichern. So, ne, gucken wir mal. Teile, sind wir 51%. Oh, du 4737 plus, Mensch, Donnerwetter, du. Man fasst es nicht. Na gut, machen wir die Vorderachse. Da braucht man ja auch neue Reifen, ne? Oh, der ist schon Schrott, der hat ja bloß noch 10%. Die sind gut. Die können wir auch nochmal machen. Na gut, der Radler am Deckel kostet ja nur kein Vermögen.
Ohrstange von 41%, das sieht ja mal gut aus. Ohrstange sieht auch noch gut aus. Den müssen wir mal auseinandernehmen, damit wir dann wissen, wie gut alles ist. Gummilagerbüchsen, na gut, die kosten mehr Vermögen. 52%, das sieht gut aus. Ja. Ach, muss man in der Katalysator und Auspuffanlage? Gucken wir mal, wir zerlegen erstmal die Vorderachse und dann gucken wir nochmal nach Auspuff. So. Würde ich sagen. Nächstes Level haben wir gemacht. Das nächste Level. Das sind auch noch 59%. So. Die Lenkung sieht auch noch gut aus. Eine Gummilagerbüchse. Wie sieht der aus? 41%, das sieht auch noch gut aus. So, hier müssen wir, wie gesagt, dann gucken. Sieht noch gut aus. So, jetzt gehen wir noch mal Auspuff gucken. Ich glaube, der Cut war gut. Die 2. 16%. Dann machen wir 1, 2. 16%. Und der Mittelschalldämpfer 39. Den können wir also wieder einbauen. Stück. So, da hätten wir das. So, jetzt haben wir gesagt, müssen wir die Stoßdämpfer noch zerlegen, damit wir sehen, ob wir da noch was brauchen. Oh ja, der Feder ist futsch und das Domlager ist futsch. Das ist der Feder futsch und der Stößdämpfer futsch. Na, da gucken wir mal. Wir gucken erstmal, was wir so noch zerreparieren können. Ja. So, die Bremsscheiben können wir auf jeden Fall machen. So, 48 und 20. Natürlich, so. 48, 45, 30, ich muss erst nochmal drüber biegen. Nee, natürlich, na klar. So, die Lenkung müssten wir eigentlich nie machen. Ja. Oh. So, da gehen wir mal ins Inventar, sortieren uns das Name. So, dann gucken wir mal Achsschenkel, haben wir so das Blech. 1, 2. Feder vor der Achse haben wir. Eine. Domlager hätten wir sogar noch. Die Domlager haben wir noch. Der Gummilagerbüchsen groß haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das reicht sogar. So, Koppelstange haben wir. Eine.
Lenkungen haben wir alles. 100 Pro, Querlenkung geht noch. Radlager brauchen wir 1, 2. So, dann brauchen wir noch einen Rad auf dem Deckel. Der Stabi geht, Spurstangenköpfe haben wir, Spurstangen haben wir. Einen Stoß nehmen wir mal. So, Bremsen, Klötzeln haben wir noch, Kolben, Sattel brauchen wir einen. So. So, Reifen brauchen wir ja dann auch noch. Wir machen erstmal die zusammen hier. So, bim, 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 machen wir das so und... Ach Quatsch, Mensch! Oh, alter Falter! Ist das nervtötend! So, dann machen wir gleich noch die Räder. Demontieren. Vorne brauchen wir 225, 45. 225, 45, 18. Ja. Die sind ja noch gut, aber reparieren wir trotzdem. So, Reifen. So, zwei Stück. 18 Zoll. 225. 45. Schön verziert haben wir wieder. So, da wollen wir mal wieder alles zusammenwachsen hier, ne? Ach so, ja, haben wir ja gesagt, haben wir mal gerade sagen. So, das haben wir. Gummilagerbüchsen, meinte ich. So, die haben wir ja gemacht. So, hier hat man noch Spurstängchen. Dann machen wir das so. So, jetzt brauchen wir Gummilagerbüchsen. Ja, dann nehmen wir erstmal von schlecht noch gut hier. Den hat man ja auch noch, oder? Jep.
So, mit O. Achsschenkel. Naja, ist ja wurscht. Ach, da hätten wir sogar noch einen neuen da, du. Ach ne, wir brauchen ja gar keine 12 Büchsen, weil wir ja hier den McPherson drin haben. McPherson-Pferdebein. Ja. Wir haben gar keinen oberen Querlenker sozusagen. So. Nicht wahr, nicht wahr. So, dann nehmen wir erstmal. Ja. Na, hier ist ja Wurst. So, unsere schicke neue. Ja. Mit einer Außen hui und innen pfui oder wie das ist. Haben wir gleich einen Titel, du. Außen hui, innen pfui. Schreibst du mit Leim auf, sonst vergesst du das wieder. ja, so ist das. Ein bisschen frisieren nicht. Wie im richtigen Leben, ne? Wie im richtigen Leben. Hey, erstmal hier immer den Spurstandkopf wieder vergessen. So, jetzt machen wir. Und verqueren Lenker hier. So, hier waren wir. Ja. Wollten wir neu. Den neue Scheibe haben wir ja überholt. Wir wollten den mal nehmen. Bremssattel bleibt uns ja nichts anderes übrig, als den anzuschräubern. So. Und wieder, damit es noch ein bisschen schick aussieht. Oh, ganz schick. So, dann mal gucken. Inventar wieder ausrümpeln. Dann Spiel speichern und jetzt gucken wir mal. Oh, nur schon auf 9370 du als Gewinn. Menschenskinder. Das ist ein Ding, du. So, wenn wir jetzt einen Motor noch machen, da müssen wir ja wieder das Öl ablassen. Öl. Das hilft ja alles nichts. So, dann müssen wir. Anlasser, wo war der Anlasser? Anlasser raus.
Den hat man ja auch neu, 100%. So, dann muss der Gelenkwelle ab. Schrub, schraub, schrub. Die war ja auch noch jetzt getrieben ab. Oh, da muss ich schon wieder sprühen, du Mensch. Was das wieder kostet? Extra Rostlöser, du. Oh, da sehen wir schon die Kupplung. Das sieht schon so. Ich glaube, die Flammenrohre können wir in dem Fall mal dran. Dann müsste man so rauskriegen, das Motörchen. Gut. Und getroffen. Oh ja, ging raus. Jetzt müssen wir aber nochmal in den Motorraum gucken. Was wir hier, gucken wir mal, das OBS-Steuerteil. Die Batterie mal neu. OBS-Steuerteil. Da bin ich nochmal auf Arbeiten. Das war neu. 23%. So. Servobehälter können wir lassen. Kühler machen wir nochmal. Da müssen wir auch nochmal hier ablassen. So, jetzt müssen wir nochmal sicher. Hier Luftfilter, wie sah das aus? Bremse war neu. Bremskraftverstärker. Ja. Aber Luftfilter. Der war zwar neu, aber das Gehäuse unten ist gar nicht, ob man das reparieren kann. Nee, der war 50% in der Luftfilter. 48 und das Gehäuse gucken wir nochmal. 14%. Oh, da brauchen wir ja ein neues. Wir gucken erstmal die anderen Sachen. Bevor wir neu kaufen, ne, ob ich noch was kaputt mache. So. Was haben wir im Getriebe? Innenreich, die Klammern reichen ja. Was kostet die Reparatur der Klammer? Zwei, oh Gott. Mal die Sachen wieder ein, bevor wir uns über den Motor hermachen. Montage von Teilen. So. Kühler. So, das brauchen wir oder haben wir noch eins? Nein! Haben wir nicht. Dann müssen wir das käuflich erwerben. So, eine hat man. Die anderen waren alle neu jetzt. Was das kostet, du? Was für Unkosten, du? So. Haben wir das soweit? Fertig. Können wir nochmal speichern. So. Sicherungskasten. Ach, da ging ja alles. Da müssen wir jetzt nichts ausräumen.
Kommen wir mal zum Thema Motor. Ne? Das Thema Motor. Wir sind ja gleich schon wieder am Ende der Sendung sozusagen. Am Ende der Sendung angelangt gleich wieder. Weißt du, Ausrücklager futsch. Das können wir reparieren und die Schwungscheibe geht auch noch, die geht noch. Den können wir reparieren, zum Glück. So, ja, mal gucken, hat man ja schon rumgetauscht und rumgemurkst, ne? Schraub, schrieb, schraub, schraub. Da war doch eh nicht zum Sprühen, du so. Machen wir gleich aber mal auf der Seite hin. Da machen wir auch ein paar hier, glaube ich. Ach, die können wir schon rausnehmen. Das ist ja ein Ding. So, können wir das so? Ne, das können wir nie abmachen. Da müssen wir vorne abmachen. Ne, gut. So, aber einen Kraftstofffilter können wir noch demontieren. So. Naja, dann machen wir jetzt noch schnell ein bisschen die andere Seite. Und dann würde ich sagen, machen wir erst einmal einen Schnitt hier. Wieder angegammelt hier. So, machen wir erstmal Schluss an der Stelle, würde ich sagen. Sind wir hier wieder ein ganzes Stück vorwärts gekommen. Und da gucken wir mal, was dann, ob wir dann in der nächsten Folge den verkaufen können, nicht, und was wir dann gut gemacht haben. Ja, wenn wir das mehr realistisch machen wollen, dann eben nur die Teile ersetzen, die wirklich kaputt sind. Da müssen wir ja mal gucken, nicht? Dann ist es ja realistischer, als wenn man alles neu macht, weil. Ja, hat ja keiner, ne? So das Geld, wie im wahren Leben. Ja, es sei denn, wenn wir Autos vom Schrottplatz holen, dann können wir natürlich sowieso alles neu machen. Ja, oder gucken, was wir an Gebrauchteilen zusammenfitschen können und so. Ist vielleicht interessanter als um alles 100%. Nur mal sehen. Ja, meine Lieben, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, nicht? Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich freue mich wie immer. Nette, konstruktive Kommentare. Däumchen nach oben, den ein oder anderen Abonnenten. Nicht, und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann macht die Glocke an. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.